Hallo, hallo, da bin ich wieder zurück. Erstmal schön, dass ihr wieder hier bei mir am Start seid. Ich weiß nicht, ob ihr mein letztes Video gesehen habt. In meinem letzten Video ging es um die wirklich traurige Situation, in der ich aktuell stecke, mit Mo zusammen. Ja, schaut euch das Video gerne nochmal an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ich möchte heute so ein bisschen anschließen an dem Video vom letzten Mal, weil viele Fragen gestellt wurden und ich einfach auf ein paar Sachen ganz gerne auch nochmal eingehen möchte. Hauptsächlich auch darum, weil ich der Meinung bin, dass da so ein bisschen aufgeklärt werden muss und dass viele anscheinend gar nicht so richtig wissen, wie man in einer Situation, in der ich jetzt mich aktuell gerade befinde, mit einer fachlichen ausgedrückt Missed Abortion, also einem Baby, wessen Herz sozusagen einfach aufhört zu schlagen, wie man sich da sozusagen zu verhalten hat oder besser gesagt, was man für Optionen hat. Ich habe in meinem letzten Video schon mal erzählt, mir geht es in diesen Videos eigentlich hauptsächlich darum, um anderen Frauen, die in dieser Situation stecken, das Gefühl zu geben, dass sie nicht alleine sind. Mir hat das in den letzten Wochen unheimlich geholfen. Nicht jede Frau, die in dieser Situation steckt, die hat in Anführungsstrichen das Glück, dass sie so wie ich in der Öffentlichkeit steht und dadurch halt wahnsinnig viel Zuspruch, Nachrichten, aufbauende Worte, liebevolle Nachrichten, Leute, die ihre Gefühle, ihre Erfahrungen teilen. Also das haben die halt einfach nicht. Und viele sitzen halt einfach wahrscheinlich mit dieser Situation sehr alleine da. Deswegen, ja, habe ich mich einfach dazu entschieden, darüber zu sprechen, euch wie gesagt, einfach irgendwie das Gefühl zu geben, dass ihr nicht alleine seid und dass man dieses Thema nicht irgendwie totschweigen soll. Klar, jeder kann, also jeder muss auch damit unterschiedlich umgehen. Jeder ist ja auch, also wir sind ja alle verschieden. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, oh ja, die ist jetzt so damit umgegangen, deswegen muss ich damit so umgehen. Also heute möchte ich vor allen Dingen auch mal über das Thema sprechen, warum ich bisher noch nicht im Krankenhaus war. Es gibt dafür ein paar Gründe. Also ich möchte mal mit dem ersten Grund anfangen. Also wir haben am 28. Die ja doch sehr, sehr traurige Nachricht bekommen, dass das Herz unseres Babys nicht mehr schlägt. Ich möchte dazu sagen, also wir wussten zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, was es wird und wir hatten ja eine Gender Reveal Party geplant, die nur 3 Tage später danach stattfinden sollte. Und es wäre übrigens ein Junge geworden, es wäre ein Bruder für Leo geworden. Ja, und am 28. haben wir die Nachricht bekommen. Und ich habe kurz darauf dann entschieden, dass ich nicht sofort entscheiden möchte, was ich machen möchte. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass man das operativ entfernt, was allerdings hier in Dubai eher nicht gemacht wird. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man halt einfach eine normale Geburt hat mit dem Kind. Das nennt sich dann auch stille Geburt, die dann medikamentös sozusagen eingeleitet wird. Auch hier gibt es unterschiedliche Varianten der Medikamente. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass man abwartet. Und wartet, bis der Körper von alleine entscheidet, dass das Kind sozusagen nicht mehr länger im Körper bleiben kann.
Es ist so traurig, darüber so fachlich zu sprechen. Aber es ist halt auch etwas, womit man sofort nach dieser Information, dass das Kind in einem nicht mehr lebt, konfrontiert wird und man soll sofort entscheiden. Und auch da habe ich gemerkt, dass, also mir haben da ganz viele drüber, also ganz viele zugeschrieben, dass sie das so ein bisschen bereuen, dass so schnell diese Entscheidung getroffen werden musste und dass man in Deutschland da wohl relativ schnell vor so eine, wie soll ich sagen, vor so eine Entscheidung, also dass man eine Entscheidung sofort treffen muss irgendwie. Und ich war ehrlich gesagt total froh, weil meine Frauenärztin zu mir gesagt hat, Fiona, verarbeitet das erstmal und versucht das erstmal zu verdauen und entscheide ganz in Ruhe und bespreche dich mit Mo und guck, was du machen möchtest. Und ich bin dafür ehrlich gesagt ziemlich dankbar, denn so hatte ich auch wirklich irgendwie so dieses Gefühl von, ich kann selbst entscheiden, was passiert, nachdem mir die komplette Kontrolle genommen wurde. So. Ja, und dann haben wir relativ schnell, auch kurz danach, dann die Information bekommen, dass wir in Kontakt mit einer Person, die Covid hatte, waren, was dazu geführt hat, dass wir zusätzlich hier noch in Quarantäne gesetzt wurden. Das heißt, wir durften das Haus nicht verlassen, was für mich ehrlich gesagt eine ziemliche Belastung war, weil nicht rausgehen zu können in dieser Situation, in der ich bin und war, nicht, also ich wollte einfach nur an den Strand, ich wollte spazieren gehen, ich wollte Luft holen, atmen, und dann war ich hier zu Hause gefesselt und das hat mich echt, ganz schön fertig gemacht. So, und dann war halt einfach im Prinzip die Situation da, dass ich mich einfach in den letzten Tagen dann auch darüber mehr und mehr informieren konnte, was für mich die richtige Wahl ist, wie ich mit der ganzen Situation umgehe. Ich habe das dann mit euch auf Instagram auch öffentlich gemacht, was passiert ist. Und ganz viele haben dann auch geschrieben, oh mein Gott, das ist doch so gefährlich, das Kind die ganze Zeit im Körper zu haben. Das stimmt so nicht ganz. Das möchte ich auch gerne nochmal hier in diesem Video klarstellen, denn es gibt Studien darüber, dass es kein erhöhtes Risiko gibt, das Kind in sich weiterzutragen, wenn, und das ist ganz natürlich ganz, ganz wichtig, wenn man körperlich fit ist und gesund ist und auch unter Beobachtung steht mit einem Arzt. Das heißt, ich habe regelmäßig mit meiner Ärztin gesprochen, wie ich mich fühle. Solange man keine Krämpfe, keine Schmerzen, keinen Schüttelfrost, kein Fieber oder irgendetwas anderes dergleichen hat, ist es völlig in Ordnung. Und klar gibt es natürlich auch Ausnahmen, aber es kommt wirklich sehr, 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 sehr selten vor, dass da etwas passiert. Und dementsprechend war ich die ganze Zeit auch am Überlegen, wie ich jetzt mit dieser Situation umgehe, ob ich das eventuell doch vielleicht also dass ich meinen Körper entscheiden lasse, wann es soweit ist. Ich habe nun aber auch Arzttermine und werde zu den Ärzten gehen und werde das alles mit denen besprechen, was für Optionen ich habe und dann werde ich weitersehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das so der richtige Weg aktuell. Ich
konnte mich so am besten mit der ganzen Situation auseinandersetzen. Außerdem ist es total wichtig, eigentlich auch, dass der Körper diese Schwangerschaftshormone wirklich Step by Step abbaut und nicht durch einen externen Eingriff sozusagen diese Hormone abrupt abgestellt werden. Das kann durchaus natürlich auch dazu führen, dass der Körper total durcheinander kommt, die Hormone total durcheinander kommt. Und auch deshalb habe ich für mich entschieden, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn ich da sozusagen einfach ein bisschen Zeit verstreichen lasse und nicht sofort irgendwelche Eingriffe in meinen Körper, in meine Hormone, in diesen Ablauf irgendwie zulasse. Und deswegen, ja, es hat immer alles irgendwie seine Gründe, warum Dinge passieren, warum Sachen so sind, wie sie sind. Und vielleicht ist es einfach auch gerade, vielleicht ist es auch einfach gerade richtig so, wie es ist. Ganz wichtig, warum ich auch irgendwie darüber rede, ist, weil mir hat meine Mutter und auch einer meiner engsten sozusagen Mentoren gesagt, wenn du nicht weißt, was du für Optionen hast und wenn du nicht weißt, was passiert, Unwissenheit macht Angst. Und das ist einfach so. Man muss sich einfach so viel mehr aufklären lassen. Man muss einfach darüber mehr sprechen. Man muss einfach sich mehr austauschen. Ich habe es in meinem letzten Video schon mal gesagt. Bitte, Mädels, wenn ihr irgendwelche Tipps habt, auch für andere Frauen, die diese Situation durchleben, schreibt bitte unten in die Kommentare, ob es nun einfach nur Erfahrungsberichte von euch sind, ob es Videos sind, die ihr empfehlen könnt, YouTube-Kanäle, Instagram-Seiten, Buchempfehlungen, was auch immer, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt anderen Frauen damit helfen, mit dem, was ihr jetzt sozusagen an Wissen habt oder was ihr vielleicht durchgemacht habt schon, dann bitte schreibt es in die Kommentare. Ich würde mir wünschen, dass diese Videos, die ich euch hier online stelle, dazu beitragen, dass manche Frauen vielleicht einfach so ein bisschen dadurch ja, Kraft schöpfen können und irgendwelche Erfahrungen austauschen können. Das möchte ich auch nochmal ansprechen, weil es ist ja so, einem stechen natürlich Kommentare sehr schnell in die Augen, die irgendwas Negatives sagen. Und ein Kommentar, was ich bekommen habe, war, du hast dir einfach A, keine Zeit gelassen, dein Körper, dass sich dein Körper nach der ersten Geburt erholt, selber schuld. Dann kam auch eine Nachricht, wo drin stand irgendwie, oder ein Kommentar, wer sich so viel Stress zumutet, der braucht sich nicht wundern, wenn sein Kind verliert. Ich persönlich bin ein sehr starker Mensch und diese Nachrichten treffen mich ehrlich gesagt nicht wirklich, weil ich persönlich weiß, dass mich an dieser Situation keine Schuld trifft. Ich habe nichts getan. Unser Sohn hat selbst entschieden, dass er vielleicht noch nicht bereit war für uns und der Körper weiß schon, wann, wie, was nicht funktionieren soll, vielleicht auch. Also ich möchte nur da draußen an alle Mädels sagen, wenn ihr in dieser Situation seid, habt niemals das Gefühl, dass ihr in irgendeiner Weise schuld an dieser Situation seid, weil da trifft einen keine Schuld. Es ist einfach, der Körper macht das und Stress ist ganz bestimmt nicht der Auslöser dafür, genauso wenig wie dass man davor vielleicht 9 Monate davor ein Kind zur Welt gebracht hat. Das ist alles Blödsinn. Also lasst euch bloß nicht einreden, ihr seid in irgendeiner Weise daran schuld. Das ist Schwachsinn. Das ist erstmal sozusagen alles, was ich für heute
zu sagen habe, es ist das Einzige, was ich noch natürlich mit euch teilen möchte, ist, ich bin immer noch, ich bin immer noch fassungslos. Ich merke aber durchaus, dass es Tage gibt, an denen ich besser damit klarkomme. Heute ist zum Beispiel so ein Tag. Heute, wer mein letztes Video gesehen hat, der hat wahrscheinlich auch gesehen, dass ich an dem Tag eher nicht so gut mit der, was heißt nicht so gut mit der Situation klargekommen, aber dass ich da emotionaler war. Heute ist wieder ein etwas besserer Tag. Wie gesagt, Leo gibt mir wahnsinnig viel Kraft. Aber ich bin noch lange nicht über diese ganze Situation hinweg. Das braucht einfach echt Zeit. Ich bin ganz ehrlich, ich möchte unbedingt mit Sport wieder anfangen. Ich möchte gucken, dass ich ein paar Wochen Rückbildung mache und dann wirklich mit Sport anfange. Ich muss sagen, aktuell belastet es mich wirklich sehr, dass ich immer noch schwanger aussehe. Weil man halt einfach nicht mehr schwanger ist und ich natürlich auch nach der Schwangerschaft mit Leo immer, also mir dann nicht so viel den Kopf drum gemacht habe. Ich wollte gar nicht so wahnsinnig schnell abnehmen und ich fand es auch in Ordnung und ich wollte mich erstmal um Leo kümmern und ich kümmere mich auch hauptsächlich nur um Leo, weil das ist für mich immer erste Priorität. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt ein ganz starkes Bedürfnis habe, nicht unbedingt in meinen alten Körper zurück, also in die Form zurückzukommen, aber dass ich zumindest dieses Gefühl habe, dass ich nicht, also dass ich mich nicht im Spiegel angucken muss und das Gefühl haben muss, irgendwie ich sehe schwanger aus. Also es wird mich im Moment einfach, es wird mich irgendwie belasten und deswegen werde ich auf jeden Fall gucken, dass ich jetzt irgendwie Sport mache und nicht mehr so, ja, dieses Gewicht mit mir rumtrage. Außerdem muss ich mir jetzt einfach erstmal ein bisschen Zeit für mich geben. Ich muss einfach schauen, wie es jetzt irgendwie alles weitergeht. Ich möchte auf jeden Fall wieder in meinen Alltag zurückkommen. Ich möchte irgendwie, dass wieder Normalität einkehrt. Ich muss jetzt natürlich erstmal einfach gucken, dass ich irgendwie wieder klarkomme, dass ich mich auf die positiven Dinge fokussiere, dass wir jetzt das Haus irgendwie fertig kriegen, dass wir in unser Haus ziehen, dass Leo seinen Garten bekommt, wir draußen spielen können und wir werden uns jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen Zeit lassen, gucken, dass ich und mein Körper wieder zur Ruhe kommen und wir werden es auf jeden Fall nicht aufgeben, dass, ja, dass wir nochmal schwanger werden. Ich bin ganz ehrlich, ich habe ein bisschen natürlich auch Angst davor, weil natürlich eine neue Schwangerschaft mit wahnsinnigen Ängsten wahrscheinlich einhergeht, nachdem man sowas erfahren hat, also durchgemacht hat, dass sowas halt passieren kann. Aber auch das werden wir durchstehen. Auch das werden wir durchstehen und irgendwann werden wir wahrscheinlich hoffentlich ein kleines Geschwisterchen für Leo haben und daran halte ich mich fest, daran gucke ich, darauf gucke ich jetzt einfach auf die Zukunft, auch das alles, dass alles schön wird. Das ist jetzt so mein Hauptgedanke in meinem Kopf im Moment. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich habe es das letzte Mal auch schon gesagt im Video, teilt dieses Video mit Frauen, die vielleicht dieses Video schauen sollten. Kommentiert, wie gesagt, alles, was ihr an Erfahrungen, aufbauenden Worten für andere Frauen in dieser Situation habt, in die Kommentare. Es wird hier natürlich auch wieder ganz anderen Content geben. Ihr bekommt hier auf meinem YouTube-Kanal einfach das, was gerade passiert, zu sehen. Und das ist jetzt nun gerade passiert. Das war ein Teil von meinem Leben und es soll auf gar keinen Fall jetzt nur noch um dieses Thema gehen. Ganz im Gegenteil, ich versuche mit diesen Videos natürlich auch diese Situation zu verarbeiten und ich werde sie natürlich nie vergessen, diese Situation, aber es soll einfach auch es soll kein Erlebnis werden, was mich kaputt macht, sondern es soll ein Erlebnis sein, was hoffentlich irgendwann
ein Erlebnis ist, was mir, ich will jetzt nicht sagen, positiv in Erinnerung bleibt, aber unser kleiner Bauchzwerg, der wird ja für uns in meinem Herzen bleiben. Deswegen, ja. Dementsprechend würde ich jetzt sagen, wir sehen uns ganz bald wieder. Hoffentlich mit einem anderen und schöneren Video. Wahrscheinlich geht es dann ums Haus. Ich hoffe, dass ich den Eingriff jetzt gut überstehe. Ich denke nicht, dass ich über den Eingriff großartig dann sprechen werde. Vielleicht werde ich euch noch mal ein, zwei Sachen dazu sagen. Das dann wahrscheinlich aber eher in kurzer Form auf Instagram. Folgt mir gerne auch da. Begleitet mich bei meiner Reise im Leben mit Höhen und Tiefen. Und ach, es ist echt schon, wenn man so manchmal so zurückblickt, sind es einfach schon so viele Dinge in meinem Leben passiert. Und das ist so krass, was das Leben einfach mit sich bringt. Es gibt so viele Phasen im Leben. Und ich hatte das auch in der, also als ich verkündet habe, dass wir das Kind verloren haben, dass wir unseren Sohn verloren haben, hatte ich auch geschrieben, wie nah Leid und Freud irgendwie beieinander ist. Es ist einfach so krass. Das Leben ist eine Achterbahnfahrt. Und kurz bevor, also wir hatten kurz davor die Schwangerschaft bekannt gegeben und wir waren ja schon in der 18. Woche. Ich habe dann irgendwie auch gedacht, es ist alles so safe und dann, ach, dass wir unser Haus haben und dass wir da bald einziehen können und jetzt anfangen zu renovieren und Leo entwickelt sich so super und Mo und ich sind so glücklich miteinander und dann das neue Baby und ich war einfach so glücklich und habe zu Mo gesagt, wir sind so lucky to have all this. Also ich meinte einfach so zu ihm, manchmal habe ich Angst, dass das zu viel ist, dass so zu viel Positives und dann knallte das einfach so krass rein. Es ist echt heftig. Genießt schöne Momente im Leben, denn es kommen auch wieder nicht so schöne Momente und dann, wenn ihr nicht so schöne Momente habt, dann denkt daran, dass wieder schöne Momente kommen. Es ist krass, es ist einfach krass. Das Leben hat so viele Facetten und ich bin gespannt, was jetzt nach diesem Tief wieder für ein Hoch kommt und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass ein Hoch kommt. Und dass alles irgendwie wieder schön wird. Und ich, ja, freue mich einfach auf alles, was uns hoffentlich an schönen Sachen auch bevorsteht. Ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr mich begleitet. Ich sende euch ganz viele Umarmungen, drück euch und hoffe, ja, dass dieses Video vielleicht einigen von euch geholfen hat. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.